Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bayern München 2 Karriere. Heute Heimspiel Bayern München 2 gegen SSV Waldhof Mannheim. Wir stehen auf dem neuen Tabellenplatz und SSV Waldhof Mannheim steht auf dem 15. Tabellenplatz. Also der 10., 11., 12., 13. und der 14. Tabellenplatz. Die Mannschaften, die da stehen, können beim nächsten Mal oder bei jetzigen Partie gewinnen theoretisch, um dass wir noch weiter in den Abstiegsrutsch geraten und das Abstiegsgespenst dabei ist. Und das wollen wir wirklich nicht. Ich habe die Mannschaft umgestellt. Hier ist ist jetzt auf rechten Mittelfeld gegangen. Dafür ist Gaba reingekommen. Hier für Richards eingegangen. Ja, sonst Götze ist immer noch verletzt und Fafan ist für Feldhahn reingekommen. Und Felix Götze ist wieder drin, Dosch. Und hier ist auch wieder. Hier ist das Tempo nicht so ganz ideal. Da gehen wir für Meier rein. So, jetzt und Nitolitski ist mal reingekommen für Christian Früchtel, mal runtergegangen. Er kommt aber irgendwann wieder rein, versprochen. So, jetzt wollen wir aber nicht lange schnacken. Wir wollen dieses Mal einen Heimsieg. 3 Punkte müssen wirklich her. So, Trikot, sie spielen in weiß, hellblauen Hosen und weißes T-Shirt. Also der Ring macht mir jetzt die ganze Zeit Probleme. So, ich spiele auf Profi, falls das einer will. Und ich sage es euch nochmal. Ich kann auf Legende leider nicht spielen. Wirklich nicht. Ich bin nicht so ein Experte dafür. Das tut mir wirklich leid. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich auf Legende nicht spielen kann. Weil das für mich einfach viel zu schwer. So, jetzt wollen wir nicht mehr lange. Vergesst nicht, teilt das Video, teilt den Kanal, also mit dem Video an andere auf Instagram, Facebook, WhatsApp und abonnieren, Glocke aktiv, liken, also bewerten und kommentieren. Nicht vergessen. Und jetzt ab in dieses Spiel. Wir haben schon viel zu viel davon gequatscht. So, diese Trainingssession überspringen wir, wollen in die dritte Liga der Partie. Let's go. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase ist das sowas. Ja, aber sehr schwer ist das immer noch. Ganz enges Rennen in der Tabelle.
Schützebuschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt das. Rostock und Ingolstadt liefern sich wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn das so weitergeht, könnte es womöglich sein, dass Rostock und Ingolstadt aufsteigen in die zweite Bundesliga. Theoretisch. So, gleich sehen wir unsere Aufstellung und dann der Gäste. Also unsere hatte ich ja schon erwähnt gehabt, aber wir schauen uns die Kurs nochmal an. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Schauen wir kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Das kann was werden. Ja, wir also von links nach rechts und SSV Waldhof Mannheim von rechts nach links. Der Schiedsrichter hat angepfiffen und jetzt let's go. Apropos, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was für eine Trainingseinheit, also Fähigkeiten, wo ich die Spieler trainieren soll. Bei was die noch Probleme haben. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Seht, da braucht noch einer hier Dribbling oder Schusskraft oder das. Ihr könnt mir das gerne, dann kann ich die Formation auch da Einheit, also die Trainingssession ein bisschen bearbeiten. Oma Gaba. Sie verlieren den Ball. Sieht gefährlich aus. Jetzt kommt der Schuss. Das macht er gut, den Ball hat er fest. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Ja, da geht sie sofort drauf, holt sich den Ball. Christian. Wird sie jetzt gefährlich? Ball im Seitenhaus, gibt jetzt natürlich einen Einwurf. Macht er gut! Könnte die Fischung werden. Super! Nein, aber der Torwart kommt noch mit den Fingerspitzen ran. Und eine weitere. Kann er was draus machen? Flagge kommt ganz weit. Das hätte gefährlich werden können. Hui. Ball im Aus, gibt Ecke. Jeder Ecke. Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, das müsste jetzt die dritte Ecke sein. Ecke kommt. Ja. Guter Pass. Klasse Pass. Da ist die Reingabe. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Oh, da war die Großchance. Erste Großchance. Und der Kopfball.
leider nicht so präzise gewesen. Gute Aktion. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gut abgeblockt. So will Blix aus der Flanke. Torres, na, braucht noch ein bisschen genaues Ziel, was das. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Den Ball hat er nicht getroffen. Ja, und deshalb ist der Abschluss noch nicht. Ja. Und wieder war da eine Chance von Waldhof Mannheim. Abstoß des Keepers. Omar Gaba. Niklas Dorsch. Toller Pass. Da könnte was werden. Da kommt die Eingabe. Entschlossen geklärt. Aber in die Hände des Torwarts geköpft. Niklas Dorsch. Und wieder in die Hände des Keepers. Christian. Guaida. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Yep. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Abschluss des Keepers von SV Waldhof Mannheim. Und wieder kam der Keeper von Waldhof Mannheim. Ich sag Mannheim manchmal, aber es hat ja diesem ja früher Mannheim, also kann er entweder so sagen oder so. Also Tempo der Mannschaft ist echt schwach. Ohne Witz. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Zum Glück hat einer meiner Verteidiger gut abgebremst und ihn in die Falle gelockt. Oma Gaba. Niklas Dorsch. Super dazwischen gegangen. Da kommt der Pass. Da kommt der Steinpass. Oh, schnell raus. Schnell rausgeschlagen. Oi, 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 oi. Und da genau vor den Spieler gekickt den Ball. Macht er gut. Kann er was draus machen. Jetzt hat er Platz jetzt wieder fangen. Weiter in diese Szene. Immer noch Gefahr. Torres. Gefährlich. Ja. 1-0. Jo, 1-0. Endlich. Endlich. Alter, mir ist gerade ein großer Stein vom Herzen runtergefallen. Alter. Das war einfach endlich ein Befreiungsschuss. Und endlich mal ein Tor. Endlich, ich fühle mich endlich, als wäre endlich der Herzenswunsch erfüllt worden.
sein fünftes drittes Ligator. Fred, du hast uns endlich aus der Krise gerettet. Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Der Ball ist immer noch wahr. Und Abprall. Ecke. Ecke in die Mitte. Und wieder. Er kommt eine. Und wieder Ecke. Alter, seit dem Tor sind wir wieder richtig gut in Fahrt. Der Ball kommt rein. Aber zu ungenau, dieses Mal zu ungenau. Oh. Alter Schwede. Zwei Versuche, sein erstes Tor. Flieg. Endlich, der Knoten ist geplatzt, aber trotzdem könnt ihr eure Trainingsvorschläge, welche Art von Training soll ich den Spielern geben, dass die besser werden? Team Nizza FC 1-0 hinten gegen Kaiserslautern, Halle FC 1-0 gegen SV Meppen, Sonnenhof, Groß Asper liegt hinten 1-0 gegen Eintracht Braunschweig. Unterhaching liegt im Heimstadion 2-0 in Führung gegen SHSV Zwickau. Viktoria Köln liegt hinten 1-0 gegen Magdeburg. Und wir im eigenen Stadion führen mit 1-0 und gehen auch sofort in die zweite Halbzeit. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Schön abgeprallt von Mai. Jetzt Lukas. Lukas Mai konnte den Ball gut noch abfangen. Doris hat den Ball, sucht einen Spieler, sieht ihn, geht nach oben, Ingolic, geht nach unten, aber der Schlag nach unten kommt nicht so richtig an. Super Technik! Toll, perfekt. Warte ab. Und er wartet ein kleines bisschen zu lange. Und die Ball geht ins Aus, wird aber abgeprallt von Waldhof. Und jetzt gibt es eine weitere Ecke. Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter in der Ränge. Sieht gefährlich aus. Gut gemacht, gutes Deckling. Nein, dieses Mal nicht.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Super dazwischen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, aber nicht weiter nach vorne. Kann er was draus machen? Gefährlich! Und leider am Kasten vorbei. Und ein Wechsel bei SSV Waldhof. Mannheim. Ja, Tor ist, also da hast du dir wirklich jetzt einen Fehler erlaubt. Ivan Torres hat Platzverweis. Ja, wir haben ein bisschen zu riskant gespielt. Wirklich ein bisschen zu riskant. Jetzt müssen wir ein bisschen defensiver spielen. Ja, jetzt müssen wir im nächsten Spiel auf Torres leider verzichten. Da ist Platz auf dem Flügel. Und damit ist der Ball weg. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Guaida. Was macht er denn? Mann, oh Meter. Jetzt. Flanke abgeblockt. Klasse Technik. Ball kommt weit. Sie können nicht klären, den Ball bei mir hinnehmen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Abgeprallt. Ja! Dorsch! Niklas Dorsch! Baut die Führung weiter aus. Da macht der Torwart einen Fehler, versucht rauszuspielen, aber Niklas Dorsch perfekt da gestanden und netzt den Ball ein. Hier nochmal. Zack. Er will rausspielen, trifft einen Kollegen. Der Pass auf Niklas Dorsch. Und Dorsch braucht nur mit der Innenseite reinschlagen. Und somit ist die rote Karte von Ivan Torres wieder weg. Sein erstes Tor, Niklas Dorsch. Applaus. 2-0 steht hier, Sie machen einen guten Eindruck. Die Gäste werden wechseln. Und wir wechseln auch denn gleich. Christian. Der ist zu weit.
der Ballverlust. Klasse Pass! Und jetzt wechseln wir auch mal. Ja, und wir wechseln noch einen Innenverteidiger rein. So, das. Müsste zuerst mal. Also, warte mal einen Moment. Das war nicht so eine gute Idee. Warte. So, jetzt. Weiter geht's. Ungenau gewesen. Und wegen einem heftigen Direktkühn durch einen kleinen direkten Eingriff von den leider hier gelbe Karte. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Aber so ungenau. Flanke war nicht gut. Ja, könnte was werden. Meier. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Ja, nicht gut. Noch ein paar Minuten durchhalten. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie haben den Ball. Christian. Ja, und da fällt der Schiedsrichter ab. Wir gewinnen dieses Heimspiel auch mit einer roten Karte leider mit 2:0 geschafft. Und haben wirklich leider den Knoten zwar gerissen, dass wir mal gewonnen haben, aber nur zu welchem Preis. Ivan Torres leider eine rote Karte kassiert. Und das wird uns im nächsten Spiel wirklich Kopfzerbrechen sein. Fred in der 41 und Niklas Dorsch in der 76. Minute. Beide gut gespielt. Ab zum Interview. Hier die Endstände nochmal eingeblendet. Torres hat sich heute leider eine Sperre eingehandelt. Wie wirkt sich das auf Ihre Aufstellung aus? Also
Ja. Also Fußball ist halt nicht planbar. Es kann immer was passieren, was du nicht auf dem Schirm hast. Leider fehlt uns Torres jetzt erstmal, aber wir haben auch dafür draus Optionen. Endlich konnte FC Bayern München 2 gewinnen und die Krise beenden. Hoffen Sie nun darauf, dass es in den nächsten Spielen so weitergeht? Schwer zu sagen. Zahlenspielchen interessieren mich und die Mannschaft nicht. Wir wollen uns ohne zu viel Druck auf das nächste Spiel konzentrieren. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit Sportverein Waldhof Mannheim 07 E.V. sind. Hatten sie Zweifel am Sieg? Mal sehen. Das hätte auch anders ausgehen können. Allzu große Chance hatten wir nicht, aber Zweifel gab es natürlich schon. Der Sieg freut mich sehr. Keine Ursache. Oh, wir haben eine Nachricht. Nachdem Sie sich bezüglich meiner Leihe unentschieden haben, hoffe ich, dass hier meine Chancen zu bekommen und eine Zukunft zu haben. Ich will nicht als Bankrücker enden. Du bist auf Transfer gesetzt, also versuch. Kein Spieler träumt davon, auf der Bank zu sitzen. Du musst zulegen, wenn du dich auf den Niveau durchsetzen willst. Okay, da geht seine Moral ein bisschen runter. Hier, Boss, wenn Sie mich nicht mehr einsetzen, werde ich meine Zukunft hier nachdenken. Du gehörst zum Team. Und das meine ich auch ernst. Also, wie Felix Groß wird auch Maximilian Walzmüller, gehört er auch zum Team. So. Ihr Spieler, Ivan Torres, ja. Problem, Änderung. Da habe ich auch einen guten Spieler jetzt im Sinn. Moment. Habe ich noch einen anderen? Mal gucken, kann hier einer anders spielen. Ja. So. Umstellung wurde beendet. So. Jetzt noch eine. Das beenden wir. Und ihr könnt dann entscheiden, wie soll ich die Trainings umstellen, also deren Fähigkeit, also Dribbling oder sonst irgendein Scheiß bei der Trainingssession einstellen. Ihr habt es in eurer Hand, schreibt es mir gerne in die Kommentare, bewertet das Video nach eurer Meinung und wie gefiel euch, dass leider Torres diese rote Karte kassiert hat. Hätte nicht sein müssen. Und ich hoffe, ihr werdet mir da zustimmen und
bitte teilt das Video an alle anderen. Und ich möchte euch darum wirklich bitten. Also, wir sind jetzt ein bisschen aufgestiegen. Wir haben jetzt 19 Punkte. Und nächstes Mal ist es zweite Runde. Heidenheim gegen Bayern München 2. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Bayern München 2 Karriere. Nun, ich verabschiede mich, euer Blue Eyes Lad Rang sagt ciao und ich wünsche euch noch einen restlichen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao jetzt.